Herzlich willkommen zurück zu Path of Exile mit Alresu und theoretisch mit Licky. Ich bin Alresu, Licky ist AFK. Deswegen können wir jetzt mal kurz in den Stash und in den Guild Stash gucken. Hier, wie ihr seht, bin ich in einer Gilde und habe Zugriff auf den Stash. Das liegt daran, dass ich vor circa einem Jahr gespielt habe. Und dass alle Charaktere geteilt sind. Und hier haben wir den Stash. Das ist mein eigener Stash. Das ist alles, was ich mit meinen vorherigen Charakteren gesammelt habe. Ihr seht, hier sind ein paar Fähigkeiten drin. Auch ein bisschen Equipment. Eben alles, was man so braucht. Oder eben auch nicht braucht. Weswegen es im Stash liegt. Obwohl, es liegt auch zum Teil deswegen im Stash. Hier zum Beispiel. Das hier ist mein Equipment von der Magierin gewesen. Also ein Teil des Equipments. Das brauchte ich zwar, aber als ich sie gelöscht habe, habe ich es dann hier wieder reingepackt. Und jetzt kann sie es gerade nicht tragen, weil sie noch nicht hoch genug ist. Also, das Ganze wird geteilt. Ich kann darauf theoretisch zugreifen und vielleicht gucke ich mir mal zwischen den Folgen an, was ich davon gebrauchen kann. Gut, dann können wir reden. Sowohl mit Taglai, mit Beste und als auch mit Nessa. Wir reden erstmal mit Taglai. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me. We exiles have no history. Dominus took it from us the moment his blackguards dumped us in the water out there. Just live or die now. Here, have one of these. And no need to thank me. I'm thinking of myself and the others here. The longer we fighters live, the longer everyone lives. Also, Taglai gibt uns... Also erstmal hat uns gedankt dafür, dass wir Hillok erledigt haben. Das könnt ihr in der letzten Folge sehen. Und dann hat uns eine Belohnung dafür gegeben. Ground Slam oder Molten Strike. Physischer und Feuerschaden. Verursacht Bälle aus geschmolzenem Magma. Aus der Waffe zu kommen, während ich sie schwinge. Diese werden explodieren und AOE-Schaden an allen Gegnern verursachen. Und was haben wir hier? Ground Slam. Ja, das ist quasi ein kleines Erdbeben. Auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, ich gehe auf Bogen, werde ich jetzt mal den... werde ich jetzt natürlich erstmal generell natürlich was nehmen, was hier mit in der Auswahl ist. Ich kann mir ja nicht einfach meine Questbelohnung aussuchen, wie ich will. Quatsch nicht rein, aber da bin ich wieder. Willkommen zurück. So. Boah. So. Man hat nichts gehört vom Wohnzimmer aus. Nee, bisher nicht, nein. Möchtest du uns erzählen, was passiert ist? nicht unbedingt, weil es ist nichts Großartiges passiert. Gut. Also, Taglai hat uns eben berichtet, dass wir durch Dominus ins Exil geschickt wurden und dass wir eben aufeinander angewiesen sind und er uns deswegen die Questbelohnung gegeben hat. Dann reden wir jetzt mit Bestil. Molten Strike. Crossbow. A mighty marauder, marooned on a moribund mainland. That's the first line of the poem I'm writing about you, exile. Easy, lad. You could gut a bloke with a look like that. The name's Bestil, captain of the good ship Merry Go. Unless... Fragen, soll ich einen auf Magier und Nahkämpfer machen? But my wits remain. Na, das ist vollkommen deine Entscheidung, ne? Okay, ich bin hier gerade gar nicht sicher, wie ich das machen soll mit den Dialogen. Theoretisch, man kann die Leute ansprechen und zu verschiedenen Themen befragen. Das ist ziemlich cool, aber im Let's Play jetzt vielleicht nicht so geeignet, weil die eben das reden und ich das nicht synchron übersetzen kann. Jedenfalls nicht während sie reden, das ist immer ein bisschen problematisch. Also, Bestil hat gerade berichtet, dass sein Schiff kaputt ist. Und deswegen sollen wir ihm helfen. Machen wir dann natürlich auch. Ah, jetzt kann ich Items verkaufen, verstehe. Mein Vater und ich waren unter denen, die versucht haben, eure Leute von Ignoranz und Damnation zu retten. Mein Vater hat für seine Arroganz mit seinem Leben bezahlt. Ich zahle immer noch für meine. Ich bin Nessa. Und ich glaube, ich sollte dir für uns danken, Hillock, der putrid Giant, den du da draußen gefallen hast. Sei vorsichtig in den Tagen, die kommen. Paroi's Savagery ist nichts, wenn man mit der Ferocity, die is Raidcast ist. Thine-Eyes Watch ist nicht viel, aber es ist unser. Wir könnten hier benutzen, während du lebst. Was sagst du? Ah, nix. Okay. Frag mich nur, was ich gerade bekommen habe.
There must be a ship's medicine chest. I have many to care for and there's only so. Ach so. Heißt also, man kriegt hier kein Gold oder sowas, sondern man kriegt hier so Orbs, Fragmente und so weiter. Ganz genau. Und irgendwo müssten wir hier einen Händler haben. Hier, ich glaube, ja, ich glaube, Tarklei hat direkt gehandelt. Wenn du dorthin gehst, dann kannst du auf Purchase und Sell Items klicken. Und da kannst du dann eben Dinge kaufen oder eben verkaufen. Und wir machen das auch direkt mal, um das zu zeigen, ne? Wir verkaufen zum Beispiel den Driftwood Wand. Wir packen den hier rein, dann sehen wir da ein Squall-Fragment. Das ist quasi die niedrigste aller Währung. 5 davon ergeben eine Squall of Wisdom. Jetzt packen wir alles hier rüber. Mit Steuerung-Klick können wir es direkt rüberbringen. Da, wir sehen es. Jedes Mal, wenn ich was reingemacht habe, kam ein weiterer Schnipsel dazu, weil das einfach alles Schrott ist, was ich gerade verkauft habe. Und dafür kamen dann die Squalls of Wisdom. Und jetzt machen wir mal was anderes. Wir packen die Squalls of Wisdom hier rein und bekommen dafür trotzdem nur Squalls of Wisdom. Hä? War das nicht irgendwie anders? Okay, ich dachte eigentlich, dass ich dafür dann direkt was Besseres bekommen würde. Achso, ich bin noch nicht Level 3, deswegen kann ich die Flasche nicht benutzen. Eigentlich ist es so... Man konnte doch jede Flasche kaufen. Eigentlich ist es so, man... Moment. Gehen wir mal kurz zum Stash. Ich habe da ja, wie gesagt, ganz viel Zeug drin. Hier haben wir übrigens auch die Items, die schon verbunden sind. Das möchte ich einfach direkt mal zeigen. Ich weiß gar nicht... Hier, das ist Wraith Zombie zusammen mit Minion Life Support. Das heißt, die sind stärker geworden nochmal. Dann Cold Damage Support, dadurch haben die Zombies nochmal Kälteschaden gemacht. Chance to Ignite Support, das heißt, die haben nicht nur Kälteschaden gemacht, sondern sie konnten den Gegner gleichzeitig anzünden. Und Minion Damage Support, sie haben auch noch mehr Schaden gemacht. Das alles mit einem Item. Und das ist eben wirklich das Tolle am Pass of Exile, dass man so viel Individuelles hier machen kann. Weil da könnte man wirklich viele, viele andere Variationen machen und ich bezweifle, dass alles irgendwann schon mal gemacht wurde. So, hier sehen wir die ganzen verschiedenen Währungen. Für die verschiedenen Dinge bekommt man andere Dinge, wenn man genug davon wieder verkauft und dafür dann wieder die nächsten und nächsten und nächsten, bis man irgendwann zu den, ich glaube, Chaos Orbs kommt, die sind die teuersten. Und jedes davon hat auch eben einen entsprechenden Effekt. Hier hat man nichts Unnötiges wie Geld, sondern man hat eben wirklich immer die verschiedenen Items, die auch einen bestimmten Effekt haben. Und wir werden denen auch allen noch begegnen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann werden wir uns mal diesen Gürtel angucken. Oh, verdammt, das ist gar kein Gürtel. Ach Gott. Das war ein Kopfstück, ein Kranz quasi. Und hier, dafür bekommen wir ein Alteration Shard. Das ist im Prinzip wie der Splitter für die Rolle, bloß dass man daraus dann, ich glaube, den Orb of Augmentation bekommt, wenn man genug davon hat. So, dann reden wir mit Beste wieder. Es gibt eine Island, also eine Insel hier in der Nähe. Dort gibt, dort ist die Mary Gull gestrandet. Okay, der Doktor ist gestorben, aber die Truhe könnte noch dort sein. Dr. Shaky Hands war schlecht mit der mit dem Skalpell und noch schlechter mit der Säge und den Rest konnte ich wieder nicht lesen, verdammt. Also das Reden ist für Let's Plays jetzt nicht unbedingt geeignet. Hier hinten sehen wir HQ, den Armor Master. Ach ja, und das da ist Licky Lou. Also das ist Licky. Ja. HQ ist einer von, ich glaube, 5 Meistern. Die Meister können gewähren einem eine Basis, zu der man dann später hin kann, die man auch ein bisschen ausbauen kann, die einem Boni gibt. Aber das ist später. So, Licky, hast du die Quest? Ich habe alle Quests angenommen jetzt hier. Okay, dann gehen wir zur Küste. Alles klar, da komme ich mal mit. Ach ja, eins ist noch anzumerken, ihr habt ja gesehen, ich habe im Stash wirklich eine ganze Menge Zeug. Das nehme ich jetzt natürlich nicht mit, weil wir ehrlich spielen wollen. Obwohl es mich wirklich schmerzt, dass ich den Portalstein jetzt nicht bei habe, weil das ist einer der seltensten Steine. Und ich war total glücklich, als ich ihn gefunden habe. Verdammt. Weg, geht weg von mir. Ich bin doch kein Nahkämpfer. Na gut, dann bin ich eben doch Nahkämpfer. So. Der Feuerball sieht lustig.
Das weiße Zeug kannst du übrigens in den meisten Fällen liegen lassen. Das verstopft dir nur dein Inventar. Du bekommst genug Squalls auf jeden Fall noch. Okay. Ach ja, mal die neue Fähigkeit testen. Bam. Glückwunsch. Jawohl. Danke übrigens. Bitte. Auf den Krabben drauf. So. Warte, ich muss mir kurz killen. Okay. Mach das mal, dann hau ich hier ein paar Krabben. Aua, aua, oder die Krabben hauen mich. Ich bin echt kein guter Nahkämpfer. Hier Mana dazu und mach meine Fähigkeit. Vorsicht, stärker, oder? Die greifen dich an, glaube ich. Jo. Jo, tun sie. Vielleicht nicht mehr. Na. Oh, nochmal meine Frage. Intellekt steigert Mana und. Und den Space Shield. Spell Shield, was ist das? Spell Shield ist etwas, wenn du dort mal... Na ja, okay, das siehst du jetzt natürlich nicht, weil du es gerade nicht hast. Hier fliegt übrigens gerade ein Pfeil direkt über mir. Du solltest einen Trank mal benutzen. Spell Shield ist etwas, das über dem Leben quasi noch ist. Das sorgt dann eben dafür, dass dein Leben nicht direkt angekratzt wird. Der Vorteil ist, dass es sich regeneriert, im Gegensatz zu Leben. Für Leben brauchst du dann eben die Tränke immer. Heiltränke meine ich. Bumm! Feuerball! Sieht doch aus wie so ein ganz kleiner harmloser Flummi. Weiß nicht, wieso die davon Schaden kriegen. Hier liegt zum Beispiel ein Squirrel Wisdom für mich gerade rum. Sehr schön. Oh, Glückwunsch! Danke sehr. Oh Gott, was ist denn das? Achso, das ist ein Miniboss. Weg, aua, 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 aua. Wo bist du? Und warum kann ich gerade nicht... Warum kann ich gerade mein Spell nicht benutzen? Was ist los? Achso, weil ich die falsche Waffe ausgewählt habe. Ist klar. Ich brenne! So, Entschuldigung. Das ist viel einfacher, wenn man Zombies hat, die für einen kämpfen. Ja. Da stimme ich dir zu. Auch wenn ich nicht weiß, wie es ist, wenn man Zombies hat. Ach ja, und ich hab dir die zwar eben gesagt, dass du das weiße Zeug liegen lassen kannst. Aua! Ja. Aber manchmal siehst du welche mit ganz vielen Slots. Also, wenn du etwas mit 6 Slots zum Beispiel siehst, oder mit 3 verschiedenfarbigen Slots... Dann immer mitnehmen. Ja, weil die geben... Aua, aua, aua. Resurrect in Checkpoint. Ich bin gleich wieder da. Hm. Aber wir haben das Viech tot gekriegt. Oh Gott. Ja. Ich hoffe immer Zombies. Ach Geht Gott. Weg. Was zwar auch theoretisch machen könnten, wir könnten bis Level 13 einfach so weitermachen, so stressig es ist, und dann komme ich mit meiner Magierin einfach und wechsle hier quasi. Ja, theoretisch schon, aber irgendwie ist das auch doof, weil hast du schon mal so weit gelevelt? Ja. Ich meine, das ist ja auch nur... Sie ist ja auch nur Level 13, deswegen weiß ich nicht, ob das... Aber ich bin auf jeden Fall mit dem Marauder nicht wirklich zufrieden. Okay. Na, also mir ist egal, ich behalte auf jeden Fall den. Hm. Ich habe ein Schild. Schön. Ah, okay. Vielleicht sollte ich auch einfach auf die... Also sollte ich mir vielleicht einen zweiten weiblichen Namen aussuchen und eine Jägerin spielen. Mal eine Möglichkeit. Doch nicht so hart auf Nerv. 20 Skelette. Jetzt habe ich sie. Alle? Oh. Nein, aber... Ich war schon im Kämpfen, als ich gesagt habe, dass... So, schön mit Pfeilen spicken. Okay, war doch eine gute Idee, den Fireball zu wählen. Hm. Eigentlich, ich könnte es theoretisch auch... Ich muss bloß am Anfang ein bisschen stärker skillen, was mir nicht so gefällt, aber ich kann ja möglichst bald dann einfach auf Bogen wechseln. Aber der Eisschlag ist auch sehr mächtig. Verschwindet! Ah.
Die greifen mich an. Wo bist du jetzt eigentlich? Moment. Bei den Untoten. Das Schöne ist, wenn 1000 Untote angreifen, du kannst einfach irgendwo hinschießen, du triffst immer einen. Ja, das stimmt. Besonders das Witzige ist, wenn du irgendwie mal ein paar Feuerbälle in die Richtung dann ein paar sterben, dann ist deine Flasche wieder halb voll. So, da wo ihr gerade den Zombie zerplatzen sehen habt, das dürfte ein Crit gewesen sein. Aber absolut sicher bin ich mir da auch nicht. So. Stein macht mir Angst, der kann mit mir reden. So, Wer kann mit dir reden? Der Stein, ich habe den gerade angeklickt. Und also ja, das sind diese Geschichtssteine. Ich habe vorhin auch einen angeklickt. Das Doofe ist, ich... Hier, okay, der hat... Moment, ich habe gerade ein Item gefunden, das hat 3 Farben. Ich glaube, das gibt mir einen Chrom-Orb schon. Vielleicht müssen die auch verbunden sein. Ich bin mir da nicht sicher. Aber ich glaube, es reicht, wenn die alle 3 Farben haben. Es gibt ja nur diese 3, also Rot, Blau und Grün. Deswegen immer auf die Items achten. Deswegen habe ich auch eingeschaltet, dass ich sie immer am Boden sehe. Damit ich sowas... Also ich habe es zwar nicht eingeschaltet, aber ich sehe sie trotzdem. Wo bist denn du? Zeige ich. Achso, okay, ich sehe dich. Und wenn du an diesen Impaled Corpses vorbeigehst, die auch wie Kisten einfach mal aufmachen. Oh, ich habe einen Waypoint. Sehr gut. Die braucht man, um umherzureisen. Von hier aus können wir jetzt direkt zu Lion's Eye Watch und zurück. Okay. Ah, was ist hier? Komm mal mit. Na, hier geht's ins nächste Gebiet. Oh, na, dann lass weg. Lass okay. Wieder weg, weil ich möchte jetzt noch nicht weitermachen. Solchen Spiel alles loote. Weil was? Weil ich sehr gerne auf dieser Insel alles loote, was es gibt, da ich sehr gerne Items habe. Ja, lass es. Wirklich, die Items hier sind nicht gut. Echt? Ja. The Mudflats. Okay, Entschuldigung, das hier oben wäre das nächste Gebiet. Zu den Karten ist noch zu sagen, die sind wohl immer ein klein, also quasi in sehr, nach sehr strikten Maßgaben zufällig generiert. Wow! Bist du denn des Wahnsinns? Warte. Ah, verdammt. So, und das hier ist das Questgebiet. Also, das hier ist quasi ein Nebengebiet. Hätten wir die Waystones gerade... Oh. Los, tanke! Versuch's ja, aber die rennen alle hinterher. Warte mal. Was war das? Das war ich. Nur weil ich die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen kämpfe, heißt es ja nicht, dass ich im Nahkampf nichts machen könnte, theoretisch. So. Uah. Ah! Volums! Da sehen wir jetzt... Moment mal, das waren... Das Goal of Wisdom war erst grau und dann wurde es weiß. Das eigentlich, dachte ich, grau bedeutet, dass es für Licky dann ist. Siehst du diese Weisheitsrolle hier rumliegen? Direkt vor dir? Ah, hier, ja. Die sehe ich. Okay. Einen Moment mal, wir gehen mal kurz in den Sozialbildschirm und gucken, ob wir was an der Gruppe verändern können. Aber sieht nicht so aus. Ah, doch, hier, Moment. Free for all oder permanent allocation? Was machen wir? Free for all oder permanent allocation? Also, free for all würde bedeuten, jeder kann alles sehen und alles aufheben und permanent allocation bedeutet, wenn dort eine Rolle für dich droppt, dann ist die nur für dich. Wenn eine Rolle für mich droppt, ist sie nur für mich. Und natürlich auch bei großen Items. Dann würde ich sagen, machen wir aber nicht free for all, weil sonst streiten wir immer uns. Oh, verdammt, das Item will ich haben. Okay, dann nehmen wir permanent und falls einer gerade in einer großzügigen Laune ist, dann kann er es eben verteilen. Wir sehen ja auch, was für den anderen besser ist. So. Mag diesen Einschlag, der sieht stark aus. Zack. Bei der Druckwelle. Siehst du eigentlich auch, du müsstest eigentlich auch die ganzen Pfeile sehen, die in den Gegnern sind, ne? Ja. Gut. Da sind Pfeile drin.
Das ist bei Bosskämpfen witzig. Feuerball! Vorsicht, hier kommt irgendwo gleich der Boss und der haut rein. Echt? Okay. Aua! Nicht mich angreifen da, sonst hau ich zurück. Anna regeneriert sich ja auch übel langsam. Oh ja. Dafür gibt's ja auch dann später auf jeden Fall noch Fähigkeiten. Ist das der Boss? Nein, das ist nicht der Boss. Oder ist das? Oh doch, der das ist ein weg. Boss. Geh weg. Der rennt von mir weg. Das Aua! Kann der mal stehen bleiben? Danke. Der soll stehen bleiben, das nervt. Geht doch. Oh. Aua. Aua. Uah, ich sterbe, ich sterbe, ich will nicht sterben. Warum greifen die eigentlich dauernd mich an? Das ist nicht, du Fernkämpfer. Aber die greifen mich auch an, wenn ich auf Nahkampf gerade bin. Vielleicht haben sie... Komm doch mal her, Mensch! Immer Tränke schlucken. Ja, ich auch. Uppala. Bleib stehen! Ah, sein. Ach ja, die Gegner werden natürlich auch immer ein klein bisschen stärker, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Da, Medicine Chest auf jeden Fall mitnehmen. Boah. Moment mal, habe ich jetzt doch Free for All? Du nimmst gerade alles mit. Oh. Einen Moment. Ach. Permanent Allocation, das ist... Moment. Ah, Moment. Medicine Chest. Okay, manche Items werden an ein zufälliges... Mitglied der Gruppe verteilt, aber nicht alle. Ach so. Okay. Gut, dann ja. Lassen wir das so. Aber jetzt habe ich natürlich überhaupt nichts Magisches bekommen. Toll. Soll ich dir was abgeben? Kommt drauf an, hast du was Gutes? Nee, lass es. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück und ich würde sagen, wir nehmen die Abkürzung, ne? Und? So. Kommst du mit? Bam! Jetzt muss ich probieren. Nicht rumhauen. Okay, das geht und das geht auch. Gut. Ach verdammt, ich weiß gar nicht. Ist das Portal? Ja doch, das Portal müsste jetzt ja, nicht da Portal sein. Ja, das Portal bleibt so lange, bis ich wieder zurückgehe. So war das. Das heißt, ich muss zuerst durchgehen. Nee, wir gehen da jetzt sowieso dann nicht hin, sondern wir gehen dann wieder hier durch, weil wir dann zur anderen in die andere Richtung müssen. Ja, eine Quest, die wir abgeben können bei Nessa. Da ist auch noch eine Quest. Bei Bestie. Das Quecksilberflask. Ah ja, die hat die Geschwindigkeit erhöht, ne? Ja, die nehmen wir. Ja, die Quecksilberflask? Also ich. Ich bin bei Let's Plays einfach gewohnt, wahr zu sagen. Also wir. Beste. You managed to salvage Shaky Ann's druggery. Nicely done. Nessa will put it to good use. More than that benumbed quack Optin ever did. Sehr gut. Und jetzt können wir auch mal. Ich würde aber sagen, ich nehme die Quecksilberflask auch. War nicht mal schlecht. Seem to rise up after death the same as people do here. So if they aren't raising themselves, what's doing it for them? The answer's in that fetid pool near the mud flats. I know the place stinks to high heaven, but so does the idea of a flock of overactive bird carcasses hungry for a bit of living meat. Clear the place out and deal to whatever's raising those birds, and we'd be in your debt. Also, dass die Menschen wieder aufstehen und anfangen Leute zu töten, ist hier ganz normal, dass die Vögel das machen nicht. Deswegen sollen wir jetzt die Ursache für das Vögelauferstehen bekämpfen. Okay. Gut, dann... Moment, schauen wir mal, hat noch irgendjemand was zu verkaufen? Nessa verkauft Dinge. Amulette. Hier, wenn du ein Problem mit deinem Mana hast, für ein Opfer auf Transmutation bekommst du ein Power-Amulett. Power-Amulett, wo denn? Nessa verkauft die. Ah, okay.
ja, hier kann ich auch direkt dann gleich mal gucken. Ah, und sie hat auch verschiedene Fähigkeiten zu verkaufen. Spectral Swow. Ah, das klingt cool. Nur ein Score of Wisdom, das ist hier gekauft. Ich glaube, ich kaufe mir das direkt. Obwohl, Moment. Achso, nee, das funktioniert nur für eine Melee-Waffe. Gut, dann packen wir das auch in die Melee-Waffe rein. So. Und wie das aussieht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen, weil die hier muss ich jetzt so wieder beenden. Maximum Energy Shield, Moment. Ich hab einen Gürtel, jetzt habe ich... Ja, hier, jetzt könnt ihr bei Licky Lou gerade sehen. Er hat jetzt ein Energieschild. Wenn er Schaden nimmt, wird zuerst dieses Energieschild reduziert. Es sei denn, das ist Chaos-Schaden. Der ignoriert das Spell-Shield. Und wenn der Schild runter ist, dann wird erst das Leben angegriffen. Der Vorteil ist eben, dass der Schild sich regeneriert. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios. Tschüss.